Das Traumschiff liegt gefühlt seit 400 Jahren immer wieder ab und das immens erfolgreich. Was das Besondere ist, sind natürlich die Gaststars. Und diesmal ist einer dabei, auf den freue ich mich persönlich sehr. Ihr kennt ihn alle, wir reden drüber. Taifun Baida, wie geht's dir und wo bist du? Ja, moinsen. Mir geht's gut, ganz fantastisch. Ich bin gerade zu Hause in Berlin. Das freut mich. Und beim Traumschiff spielst du Priester Mike. Und das können wir schon mal verraten, Priester Mike hat ein Geheimnis. Aber erstmal, wer ist Priester Mike? Was ist das für ein Typ? Ist der laut, ist der lustig, ist der still? Der ist mit Sicherheit auch laut und lustig, aber das wahrscheinlich eher, wenn er privat ist und nicht auf dem Traumschiff, nicht das, was man da sieht. Also der, naja, ich kann natürlich nicht allzu viel verraten, möchte ich auch nicht, über sein Geheimnis. Aber was ich sagen kann, ist, ja, der hat schon einen krassen Konflikt, so, weil da was passiert ist, was sich nicht so schickt, sag ich mal, für einen Priester. Oder eigentlich sogar nicht erlaubt ist. Ja, und auch gesellschaftlich hier und da kritisch beäugt werden könnte. Er ist nicht alleine an Bord, er ist mit seinem guten Freund Motivationstrainer Patrick zu Gast. Und die sind richtig gut befreundet mit Kapitän Max und das ist natürlich Florian Silbereisen. Und es geht darum, dass ihr so eine Art Männerfreundschaftstrip, mal gucken, ob die Freundschaft noch so ist wie vor ein paar Jahrzehnten oder so. Und da habe ich so gedacht, oh Gott, wenn sich so jemand, wenn jemand so eine Idee hat, dann kann das eigentlich nur gefährlich werden. Und als ich dann gesehen habe, dass ihr in so richtig krassen Tauchanzügen bei, glaube ich, 4 Grad Kälte ins Wasser musstet, habe ich nicht geahnt, dass das noch nicht das Schlimmste ist. Wie waren die Dreharbeiten, Taifun? Die Dreharbeiten waren also der reinste Abenteuerurlaub im positivsten Sinne. Also ich habe es schon geahnt, bevor wir abgeflogen sind. Nach Lappland ging es ja zuerst, um die Landszenen zu drehen. Und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Also von Hundeschlitten über, ja, du sagst es, Tauchanzüge, also Trockenanzüge in Minusgraden, also draußen Minusgrade, mit dem Eisbrecher aufs offene Meer und dann ins Wasser rein. Also es war... das war schon krass. Das war echt mit der abenteuerlichste Dreh, den ich bisher hatte. Wenn nicht sogar der abenteuerlichste Dreh. Jetzt haben ja viele von uns nicht das Glück, dass sie beim Traumschiff mitmachen dürfen. Noch nicht. Wie lange bist du denn dann eigentlich tatsächlich auf dem Schiff unterwegs? Oder die Dreharbeiten insgesamt, ist das so eine Woche oder sind das 2 Monate? 6 Wochen. Davon waren wir 3 Wochen in Lappland. Also das Prinzip ist, man oder... Wir in dem Fall haben erstmal all die Szenen gedreht, die an Land gedreht werden. Und dann die Schiffsszenen. Und es war jeweils so 3 Wochen. Also 3 Wochen Lappland, 3 Wochen Schiff, Traumschiff. Bevor wir gleich über das Traumschiff weiterreden, da ist natürlich noch viel, viel mehr. Bevor wir über gute Zeiten, Schlechtzeiten sprechen. Du bist Fotograf und ein sehr guter. Wie kam es dazu, dass du diesen Weg gegangen bist? Ich habe viele verschiedene Talente und so langsam versuche ich mich auch in einigen Talenten. Und eins davon, einer meiner Leidenschaften ist schon seit immer schon das Fotografieren gewesen. Und ja, ich habe halt immer meine Kamera dabei, wenn ich auf Reisen bin, mache dann so Street Photography, wie man das so nennt. Es macht super Laune, man kommt schnell in Kontakt mit Menschen, vor allem in fernen Ländern. Da ist die Begeisterung dann ein bisschen größer als in Deutschland. Wobei, stimmt auch nicht. In Deutschland geht es genauso. Und ich fotografiere hauptsächlich Schauspieler und Schauspielerinnen, weil ich selber gemerkt habe, also wir brauchen ja immer Fotos als SchauspielerInnen. Und ich habe mit sehr vielen, sehr guten Fotografen schon gearbeitet und Fotos bekommen. Und manchmal dachte ich mir so, ja, geiles Foto, kann ich aber nur bedingt gebrauchen. So, weil es da eben doch so ein bisschen andere Ansprüche gibt auf, das ist ja ein Arbeitsmaterial für uns, ne, für Caster und für Agenturen und so weiter. Und da sind auch 3 Fotografen, 5 Caster und 10 Meinungen. Das ist natürlich sehr Geschmackssache. Und jedenfalls habe ich dann irgendwie angefangen, dann so Kollegen zu fragen oder die haben mich gefragt und so kam das dann, dass ich hin und wieder Schauspielerinnen fotografiere. Also schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei, bei Taifun. Das ist wirklich, ich finde die Fotos sind toll. Danke. Ey, wir müssen jetzt über gute Zeiten, schlechte Zeiten sprechen. Komm nicht drum rum. Du warst halt für mich einer der ganz wenigen Gründe, überhaupt mal reinzuschalten damals. Entschuldige, aber hast du gesehen, dass ich mir heute extra ein Hemd angezogen habe? Weil ich habe bei dir immer gesehen, du hast immer so offene Hemden. Mein einziges rosa Hemd rausgekramt.
bei mir hat letztens jemand geschrieben, alles super, aber mach das Hemd ein bisschen zu. Und ich habe mir gedacht, nein, warum? Hey, warum? Wir stehen dazu. Und ich hier mit Brust da, hey. So sieht's aus. GZSZ, schieß los. GZSZ, genau. Du warst für mich einer der ganz wenigen Gründe, überhaupt damals reinzuschauen. Ich fand dich einfach super, super angenehm. Ich glaube, du warst der Inhaber eines Ladens, den sich jeder gewünscht hat. Einer, der nett war, einer, der fröhlich und freundlich war. Der natürlich auch sein Päckchen zu tragen hatte, aber trotzdem vor allem, das fand ich wiederum nice, seinen Job, den er da gemacht hat, wirklich ernst meinte. Also deine Rolle hieß Typhoon Badak und der hat ja sein Späti geliebt. Der hat seinen Späti geliebt, der hat natürlich auch seine Frau geliebt und seine Adoptivtochter geliebt, aber sein Späti, der hat, du sagst es, also der hat ja alles sehr mit Leidenschaft und sehr, mit einer Ernsthaft, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit gemacht und klar, also gerade in so einer Daily Drama, in einem Daily Drama Format muss man es natürlich auch dann so erzählen. Aber schön, dass es dir gefallen hat. Ich meine, was wäre die Alternative? Ein Späti haben und dann den einfach so schleifen lassen? Wobei, da gab es bestimmt auch Phasen, dass ich das so gemacht habe. Nicht ich, der andere Typhoon. 8 Jahre lang warst du da täglich zu sehen. An welchem Punkt wusstest du, jetzt reicht's? Jetzt verrate ich was. Das muss so um 2012, 13 herum gewesen sein. Also 4 Jahre, bevor ich dann tatsächlich ausgestiegen bin. Da gab es eine Phase, ja, da ging es mir tatsächlich nicht so gut. Ne, da kamen auch so Begriffe wie Burnout und so ans Tageslicht. Wobei ich weiß nicht, wo erschöpft aufhört und Burnout anfängt. Auf jeden Fall ging es mir da wirklich gar nicht gut. Und da habe ich mir dann gedacht so, okay, was ist mir das wert? So, ne, für eine Serie, für eine tolle Serie, ein tolles Format, keine Frage, und bekannt und all das. Aber ich glaube, jeder, der mal sowas hatte, wenn es einem so richtig, richtig scheiße geht, ich sag das einfach mal, dann, genau, stellt man sich die Frage. Zu meinem Glück oder Unglück, wie auch immer, habe ich unmittelbar zu dieser Zeit eine Auszeit gehabt. Ich glaube, von 3 Monaten oder so. Das heißt, ich hatte diese Zeit, um mich komplett auf mich zu fokussieren und auf meine Gesundheit zu achten. Und ich habe ausgeschlafen und ich war spazieren und mein Handy war aus und ich habe meditiert. Und das tat mir gut. Ich kann das gut auf mich achten, mittlerweile noch viel besser als damals. Und ja, was soll ich sagen, da hatte ich auch schon wieder Bock zu drehen, so klar. Und dann habe ich weitergedreht. Und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr, also insgesamt noch 4 Jahre. Das heißt jetzt nicht, dass es mir die ganzen 4 Jahre dann danach schlecht ging, überhaupt nicht. Aber es kam dann wieder zurück. Also jetzt nicht, kein Burnout oder so, aber ich habe gemerkt, ach, eigentlich nicht ich, also mein Verstand hat das gar nicht gemerkt. Mein Körper hat das gemerkt, weil ich so erschöpft war nach dem Dreh. Und ich muss auch sagen, dass ständige erkannt werden und ständige identifiziert werden mit GZSZ von morgens bis abends, egal wo man ist. Das ist nicht nur schön, wie man sich das vorstellen kann. Und ich bin ja jemand, der sein Privatleben sehr schätzt und sehr liebt und auch gerne für sich alleine ist. Oder ungestört ist, sag ich mal. Ja, also du ahnst es schon. Es lief darauf hinaus, dass ich da einen Cut machen werde. Und wie sollte es anders sein? Zu der Zeit wechselte sich auch was in der Führungsetage. Neue Trainer kommen ins Team und dann wechseln die auch aus. Und die Abteilung, die dann neu dazu kam, die war jetzt auch nicht der Meinung, so Typhoon, bleibst ja jetzt unbedingt, und hing mir da irgendwie an den, wie sagt man, hing mir da irgendwie am Kragen, nee, wie sagt man, und haben mich angefleht, dass ich bleibe. Also es war dann so wir waren alle der Meinung, jetzt ist erstmal gut. Ob es jetzt erstmal gut ist und ein Jahr Pause bedeutet oder 2 Jahre oder für immer, das war da noch nicht so ganz klar, aber für mich war es eigentlich klar. Ich möchte dir noch fast zum Schluss schon was erzählen. Du hast für mich einen der schönsten Momente aller Zeiten auf einer Theaterbühne erschaffen.
Und zwar habe ich dich gesehen in Dresden, Weihnachten auf dem Balkon. Komödie Dresden. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Auf der Bühne sind zwei Balkons, es ist eine Wand in der Mitte. Und es geht um zwei Familien. Und diese beiden Familien, das sind nicht wenig Familienmitglieder, aber es ist genau die gleiche Anzahl an Familienmitgliedern, sind genau die gleichen Schauspielerinnen und Schauspieler, die bloß andauernd rübergehen und sich schnell umziehen. Und das die ganze Zeit und mit so guten Gags und so schnell. Und dann ist deine Figur plötzlich mit der falschen Perücke auf dem richtigen Balkon gelandet. Und alle auf der Bühne haben es irgendwie gemerkt und das Publikum aber noch nicht. Und dann sagte irgendjemand dann, deine Frisur ist jetzt so anders. Und das war der Moment. Da bist du, he broke und dann hast du gefeiert. Der ganze Saal hat am Boden gelegen. Es war so schön. Danke dafür, Taifun. Sehr, sehr gerne. Danke dem Publikum. War das die Premiere? Kann das sein? Weil ich weiß, in der Premiere hatten wir ganz krasse also was heißt Patzer? Das lebt ja auch ein bisschen davon, ne? Weil es tatsächlich fast unmöglich ist, sich so schnell umzuziehen. Und du hast ja gesehen, umziehen heißt ja nicht Bart und Hut und dann kommt man da anders raus. Und das war ja komplett, also wir haben uns mit einer rasenden Geschwindigkeit mit Hilfe von zweier Mädels, die noch hinter der Bühne warteten und uns geholfen haben. Ja, es kam ab und zu vor, dass der eine oder andere eine falsche Perücke oder eine falsche Hose. Und wir haben das auch nicht absichtlich gemacht, weil ab und zu hieß dann, naja, ihr macht das so, damit das dann witzig wird. Nee. Unser Anspruch war, wir ziehen das komplett durch und möglichst so, dass es die Zuschauer nicht mal merken, dass wir die gleichen Schauspieler sind, links und rechts. Und du wirst lachen oder auch nicht. Ganz, ganz oft hat das hingehauen. Wir haben keine Patzer gehabt und wir haben an der Reaktion der Zuschauer gemerkt, ganz zum Schluss, wenn wir sechs einmal links und einmal rechts oder einmal links und einmal rechts auf die Bühne gekommen sind, dass die dann erst, ganz viele zumindest, verstanden haben, das sind ja dieselben Typen. So, weil die ja immer 12 gesehen haben und genau, wir nur 6 waren. Ein lustiges Stück und also wirklich, schade, dass wir es nicht mehr spielen. So, vielleicht haben wir Glück und es kommt nochmal wieder, worauf ich ja auch hoffe. Und das ist ein Wunsch, den kann ich an dich weitergeben, weil du kannst ihn dem Menschen direkt weitergeben, weil er steht dir sehr nahe. Dein Bruder ist wahrscheinlich einer der besten Sänger Deutschlands. Der war mit Orange Blue in den 90ern, mit She's Got That Light, einer der besten Songs, die jemals aus Deutschland kamen. Volkan Beider. Bitte richte ihm herzliche Grüße aus. Es gibt Leute, die warten darauf, dass er endlich mal wieder sehr laut sich zu Wort meldet. Ja, also ich sage ja immer, er ist der beste Sänger auf der Welt. So, das ist natürlich auch so ein bisschen brüderlicher Stolz, sag ich mal. Aber ich meine, wer den mal live, vor allem live, hat singen hören, der weiß, dass es vielleicht nur eine kleine Übertreibung ist. Aber die haben sich ja wieder zu Wort gemeldet. Die haben gemeldet, Februar 2020, da haben sie ihr Comeback eigentlich gefeiert mit einem ganz tollen Doppelalbum auf Deutsch und auf Englisch. Und dann kam Corona und dann, naja, ich bin da nicht so drin in den Produktions- und Promotion geschehen, aber ja, kannst du es dir vorstellen. Gut, aber es ist draußen und wir können es alle hören. Und während wir den einen Bruder hören können, können wir den anderen sehen in der ZDF-Mediathek, das Traumschiff Lappland und dort als Priester Mike Taifun Beider. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Ich danke dir. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Und heute ist der Tag, du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt: Man kann offene Hemden tragen. Man muss es nicht, man kann es. Und vor allem, wenn ihr bei jemandem denkt, das sieht jetzt aber nicht so gut aus, behaltet das für euch. Weil ihr wollt ja auch nicht, dass irgendwer zu euch kommt und sagt, das kannst du so aber nicht. Doch, man kann. Man kann das anziehen, womit man sich wohlfühlt. Weil es ist ja dein Leben. Also, zieh an, worauf du Bock hast. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Taifun Beider. Bis dann. Also, das wurde mit Sicherheit schon mal gesagt, aber ich bin der Meinung, das kann man nicht oft genug sagen, das Leben ist schön. Nicht trotz allem, sondern weil es genauso ist, wie es ist. Alles, was passiert auf der Welt, gehört dazu und wir haben uns das alle so ausgesucht und diese Erfahrung zu machen und das Leben feiern, so wie es kommt und sich gegenseitig helfen und traurig sein, wenn es traurig ist. Und es ist schön und es geht vorbei. Wir haben nur ein Leben. Und es gibt viele, viele, viele Menschen, denen geht es noch viel, 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 viel schlechter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Leben ist schön.